Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Wir bauen unser Dorf weiter aus. Wir haben in der letzten Folge haben wir hier die drei Häuser gebaut. Und dann können wir nämlich dieses Gebäude jetzt abreißen. Hier haben wir nämlich 24 Plätze und zwei haben wir. Und ich würde sagen, dann bauen wir noch ein Haus hier hin. Haben wir noch so viel Material? Ja, müssten wir haben. Lagerhaus? Nee, Gebäude. 12. Ja, haben wir. So, falls noch entsprechend hier Leute dazuziehen wollen, sozusagen. Und, oh, da haben wir... Okay. Dann machen wir das anders. So, machen wir hier den Weg. Machen wir dann darum. Wunderbar. So, die Spezialisten sind bereit. Jo, da gibt's Essen. Okay, aber da haben wir eigentlich erstmal... Ich würde sagen, wir gucken hier mal rein. Da gibt es nochmal Komponenten. Sie kam mit Gefahr. Sie hat nur drei Blündern. Ich würde mal lieber sie zum Kämpfen schicken. Ne? Also gehen wir erstmal da hoch, dann da runter. Und ihn hier, der kann sehr gut plündern. Dann schicke ich ihn nämlich hier hoch. Dann soll er erstmal die Forschungspunkte holen. Das war ein bisschen Gefahr dabei, aber das Risiko müssen wir eingehen. Wir brauchen die Forschungspunkte. So, noch einen Tag bis zum Magnetsturm. Warten wir das noch ab. Okay. Wissenschaftlerin braucht Hilfe. Seelenfrieden. Eine deiner wissenschaftlich orientierten Kolonisten nähert sich dir. Eine bestimmte Sache bereitet ihr schon lange Kummer. Da möchte sie bei einer Wanderung draußen vor dem Tor den Kopf wieder frei bekommen. Was allerdings nicht besorgniserregend ist, dass sie will alleine gehen, ja und? Ja, klar kann sie raus. Also ich sperre doch hier niemand ein. Sie bereitet sich auf einen Trip verabschiedet, zieht sich auf einsame Wanderung los. Du erwartest sie nicht wirklich schnell zurück, aber bereits nach einer knappen Stunde ist sie schon wieder in der Kolonie. Sie humpelt und hält sich Seite. Wildschweine, ich konnte nur knapp entkommen. Ja, es tut mir leid, ne? Der Wildschweinkontakt. Ich meine, du wolltest ja raus. Ich werde dich natürlich nicht aufhalten, ne? So, hier fehlen die Steine. Die Steine werden ja... Wo werden die denn abgebaut nochmal? Ne, die sammeln den Müll. Das ist das Wohnhaus. Oh, der Schneider arbeitet. Sehr schön. Kann ich direkt mal zwei einsetzen. Genügend Leute habe ich ja. Hier wird Holz gesammelt. Da ist auch schon fast wieder alles weggerodet. Aber Holz haben wir ja auch ordentlich, ne? Moment, wer sammelt denn nochmal Steine? Hier, die Sammelstellen. Das sind doch jetzt zweimal Zementminen. Ah, die haben wahrscheinlich erst das Holz davor weggebaut. Aber sie nutzen den Weg. Das ist schon mal effektiv. Müssten sie eigentlich, oder? Ja. Ja, die bleiben auf den Wegen, sofern du welche gezogen hast. Das ist gut. Dann kommen demnächst auf jeden Fall ordentlich Steine dazu. Und dann müsste rein theoretisch auch das Haus mal gebaut werden. So, essenstechnisch... Brauchen die Forschungspunkte, sonst kommen wir nicht auf die Küche und können das Essen nicht effektiver verarbeiten. Geschweige denn die großen Felder, ne? Weil wir haben doch hier bei Nahrung haben wir dann auch. Hier haben wir erstmal die Küche und dann kommen die großen Felder dazu. Also brauchen wir rund 300 Punkte. Ah, die müssen wir demnächst abholen können. So, da fehlen noch zwei Steine. Werden eigentlich die Werkzeuge eingelagert? Verstehe ich gerade nicht. Liegen die noch im Tor rum? Wahrscheinlich liegen die noch im Tor rum. Kleidung geht zu Ende. Ja, ich habe es mitbekommen. Überall die Gangster hier. So. Das ist unsere Kämpferin, ne? Und die soll erstmal kämpfen, haben wir gesagt. Und er hier kann plündern.
Sehr schön. 150 Punkte haben wir schon. Dann können wir hier mal in die Forschung gehen. Und dann gehen wir hier auf gemeinsames Essen erstmal. Dann können wir das Ganze nämlich effektiver verarbeiten. So, dann brauchen wir eine Küche. Nee, wir brauchen aber erstmal den das Holzfällerlager, der uns nämlich Brennholz produziert. Und setze ich hier daneben. Oder? Was bist du hier? Du bist der Blechsammler und du bist der Sägewerk. Ach, der fällt die Bäume. Und wo ist der anpflanzt? Moment, wo ist denn der nochmal? Du bist der Schürfzug. Du bist das Sägewerk. Du verarbeitest Balken und wer, wo ist denn nochmal der Typ, der nachpflanzt? Ah, hier. Sehr gut. Ja, jetzt kitzelt's hier wieder. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, sollte das kein Problem machen, weil das Haus ist auch fertig, sehr schön. Weil wir keine Gebäude mit Elektrizität haben. Also von daher sollte hier nichts passieren. Oh, sie leuchten auf jeden Fall alle schön hell. Ja, kann man lassen, ne? Sieht krass aus. Hell erleuchtet unser Himmel. So, aber ich würde sagen, boah, die Maus ist so schnell. Und Dylan ist verletzt, doch es gibt anscheinend Schaden. Gut, da müssen wir erstmal das Holzfällerlager bauen und den setze ich hier hin. Dahin ist zu weit. Na komm, ich setze ihn hier neben dran. So, und die Küche. Mach ich, glaube ich, dann hier hinten hin. Oder mache ich die... Was ist das hier nochmal? Das ist der Sammler für Plaster. Den würde ich am liebsten verlagern. Irgendwo hier oben hin. Von der Breite her. Weil ich würde gerne Küche und so nebeneinander setzen. Das mache ich jetzt auch. Plastik haben wir immer genügend. Das können wir nochmal versetzen. Setze ich den hier oben dran. Dann. Boah, ich hoffe, die Küche passt da rein. Ja, sie passt in den Mann. Sehr geil. Gut, dann müssen wir jetzt noch schnell den Plastiksammler wieder dahin machen. Recycler, ne? Ja. So. Machen wir den dahin. Alles klar. Spezialisten fertig. Aber sowas von. Gucken wir hier oben mal rein. Überall die bösen Buben hier. Boah. Eieiei, die ist aber echt wahnsinnig effektiv. Unfassbar. Kann ich hier oben gleich im Bogen laufen. Sehr schön. Wieder ohne Gefahr. Gut.
So, 200 Forschungspunkte. Ich glaube, wir können jetzt schon den Landbau machen. Ja, jetzt haben wir den erweiterten Landbau. Das ist gut. Da können wir nämlich große Felder machen. Und dann sage ich jetzt ernten. Und dann bauen wir nämlich direkt ein großes Feld hier hin. In der Hoffnung, dass das hier hinpasst. Ja, wir werden sehen. Wenn ich mal was quer, das müsste eigentlich gehen. Alternativ könnten wir das aber auch hier drüber setzen, ne? Meine ich. Hier können wir auch die Felder hinsetzen. Kann ich schon mal eine Straße ziehen? Ja. So. So, wo haben wir denn die Brunnen? Da haben wir einen Brunnen, da haben wir einen Brunnen. Ich würde sagen, da machen wir hier oben auch noch einen Brunnen hin. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, hier hat er... Ich sehe es halt nicht. Ach, hier ist der Weg. %66, weil... 83. Ach, weil wir hier einen zerstörten Bereich mit reinnehmen, ne? Aber nicht auf mehr. Wieso kommt er eigentlich auf hier auf 100? Das verstehe ich nicht. Hä? Wieso... Kriege ich nicht hin. 81% und hier unten? Hier hat er 100. Obwohl sich die überschneiden. Anscheinend geht es wirklich nur um das Zentrum. Wenn die Flächen sich überschneiden, ist das gar nicht so schlimm. Okay. So, 6 Stein und ein bisschen Holz. Wir müssen nämlich auch noch Wassertürme bauen. Okay. Machen wir da mal einen hin. Weil, dann baue ich nämlich jetzt das große Feld da hoch. Dann können nämlich 3 Leute daran arbeiten. Hier so hin. Oder hier so hin. Weil da ist auch der Brunnen, ne? So, der erntet. Dann ist das gleich weg. So, die Arbeitszone des Plasteschürfers. Ich glaube, wo hat mir denn die nächste? Da. Den hat mir ja umgebaut. Der Ernte noch, aber der müsste gleich weg sein, weil ich glaube, das macht er in kleinen Schritten. Weiß man jetzt ab. Das bisschen geht schon. So, hier haben wir den Brunnen. Dann können wir hier gleich noch ein bisschen Licht hinsetzen in die Ecke. So, neben dem Brunnen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wenn du abends ein Wasser holst, willst du ja sehen, wo du hintrittst, ne? So, Spezialist einsatzbereit. So, warte mal, lass mal kurz überlegen. Wir haben den Holzhacker und wir haben die Küche. Gemüsewahl haben wir derzeit. Ne, wir machen hier das mittlere mit Gemüse und Fisch. Genau. Sehr schön. Ich will, dass du dich ein bisschen umguckst. Oh ja, das ist gut. Da müssen wir unbedingt dran, denn wenn die Verstrahlung kommt, sollte man auf jeden Fall gewappnet sein. So, du holst die letzten Forschungspunkte da raus.
keinmal verletzt worden. Bis auf 19 Punkte haben wir sie jetzt alle. Natürlich sehr schön. Da muss man auch von Glück sprechen, ja. So. Dann machen wir mal Kartoffeln. Ich glaube, bis dahin sollte das Essen reichen. Hier den Metallsammler, die können wir auch mal reduzieren. Jemand ist am Tor und will reden. Das tun wir doch. Ein einsamer Wanderer. Nein, den dich lasse ich. Nein. Der Typ, weiß ich, die von den Ergebnissen war es eigentlich immer so, dass er nur Hunger hat und uns, genau, ich habe nur Hunger und uns das Essen klaut. Das muss nicht sein, da habe ich keinen Bock drauf. So, hier kommt kein Brennholz zusammen. Ah. Okay, dann setze ich ihn doch mal. Läuft er durch das Verseuchte? Oder hier erstmal abbauen. So, da legt er sein Holz ab. Und wird jetzt hier Brennholz produzieren. Und dann kann die Küche auch anfangen zu kochen. Wieso haben die eigentlich kein Gemüse? Um 34 Mais, gilt das nicht als Gemüse? So, Wasserturm ist fertiggestellt. Sehr schön. Nee, ich gucke mich mit ihr am besten noch ein bisschen um. Das Plündern überlasse ich den anderen. Hier angreifen bitte. Ja, da muss ich auch irgendwann mal nach Hause und muss ich mal heilen. So, die letzten Forschungspunkte. Naja, komm, einmal verletzen. Geht völlig in Ordnung. In der nächsten Runde werde ich ihn ein bisschen losschicken. So, was haben wir denn im Technologiebaum? Im Endeffekt brauchen wir Abfallrecycling. Aber dazu brauchen wir Energie. Dann können wir hier schon mal anfangen. Dann brauchen wir noch 150 Punkte, um das auch effektiv nutzen zu können. So, die drei bauen hier auf dem Feld an. Das ist gut. So, wird jetzt hier Essen produziert oder nicht? Ich habe das Gefühl, dass der Mais nicht als Gemüse gilt, weil sonst wäre das doch hier aufgefüllt. Oder? Guck mal, wenn Holz da ist. Wird denn hier Holz produziert? Wo sehen wir denn, ob wir Brennholz haben? Hier, 12 Stück haben wir. Ah. Ressourcen sind unterwegs bei dem Koch oder gibt der Köchin. Hm, wo können wir denn noch jemanden abziehen? Im Lazarett ist hier mit einer behandelt. Okay, müssen wir auf jeden Fall drin lassen. Schule lassen wir drin. Das lassen wir drin. Bei den Fischern lassen wir das so. Hier bei der Klamottenproduktion haben wir 9 Klamotten. Da können wir auf jeden Fall einen abziehen. Und das Lager ist voll. Ja, da kann ich leider nichts machen. Aber hier wird effektiv nicht gekocht. Insekten. Wir müssen mal auf Fleisch gehen, ob das funktioniert. Moment, beim Fleischmahl wird kein Holz verwendet? Doch, 2. 5 Fleisch. Wir haben keinen Fisch. Ah, deswegen.
Wir haben nur Mais und ein bisschen Dörrfleisch, deswegen geht das hier nicht voran. Deswegen kannte ich auch das Rezept hier, kann ich auf Dings gelassen, weil er einfach kein Fleisch hat. Okay. Aber eben hat er doch Fleisch angezeigt, meine ich. Merkwürdig. Okay, da wird gekämpft. Hier sind Tabletten, sehr schön. Bam. Sehr gut, und gleich die nächste Herausforderung. Alter, was ist denn hier los? Dann sollten wir vielleicht doch mal das Essen besorgen, ne? Schrauben sind auch nicht schlecht. Ja, vielleicht sollte man doch den hier hochschicken, das Essen plündern, ne? Es könnte... Sieht nämlich so aus, als würde es hier irgendwie... Der Wasserturm ist jetzt erst fertiggestellt worden. Ich dachte, der wäre schon fertig gewesen. Oder wir machen noch einen Fischer hier hin, ne? Oder einen Fallensteller. Eine Truppe Überlebender ist angekommen. Was bringen sie denn mit? 3 Erwachsene, 2 Kinder. Ich komme ja jetzt mit meinem Essen schon nicht hin. Muss euch leider ablehnen. Es tut mir sehr, sehr leid. Nee, nee, im Moment haut es mit dem Essen schon nicht hin. Ich kann im Moment noch nicht für die vorhandene Mannschaft sorgen. Von daher lasse ich das mal lieber. Na gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge. Wir gucken, dass wir in der nächsten Folge das Essen ein bisschen optimieren. Denn die Fischer scheinen nicht auszureichen. Oder wir müssen halt noch einen Fallensteller aufstellen. Aber wir könnten hier noch einen Fischer hinbauen. Material hätten wir genügend. Das kann ich vielleicht gerade jetzt mal machen. So. Zu 100%. Und da kann ich eigentlich hier näher ranrücken. So, dann müssen wir hier nur noch einen Weg ziehen. Dass die auf jeden Fall den Weg nutzen, ne? Einmal quer rüber, oder? Ne, ich hätte gesagt so. So. So ist dann effektiv. Vor der Nahrung geht zu Ende. Ja, ich habe es mitbekommen. Deswegen arbeite ich jetzt nach. Gut, das Feld hier mit den Kartoffeln dauert noch ein bisschen. Da müssen wir auch mal gucken. Machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich auf einen Daumen nach oben freuen. Und vielleicht schreibt ihr was in die Kommentare. Spielt ihr vielleicht selber. Was haltet ihr von dem jetzt letzten Update? Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.